Da haben wir es. Freitag, heute, der vierte zwölfte, noch zwei Tage, dann ist Nikolaus äh, <laughs> und der zweite Advent steht auch vor der Tür. Und eine Rallye im US-Dollar, im Euro, US-Dollar steht vor der Tür. Hohe Indizes, Covid-19-Impfstoffe in der Pipeline. Auch wenn wir heute Morgen gehört haben, dass Pfizer und Biontech zunächst erstmal nur die Hälfte der geplanten Impfstoffe liefern können. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Ähm, das sind so Meldungen, die kommen immer wieder rein. Wir merken, Covid-19 beschäftigt. Ich merke das hier in meinem Umfeld auch. In Sachsen äh, ist einer der Hotspots. Das sind ziemlich starke Einschränkungen, die wir hier auf privater Ebene haben. Die Unternehmen natürlich auch. Und das hat schon im Hinterkopf dann, dass das durchaus auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann und dass das tatsächlich so ist. Wird uns auch belegt durch das aktuelle Bischbuch. Das haben wir am Mittwoch in den USA bekommen und da schauen wir auch heute drauf. Und deswegen hier im Hintergrund auch das Bild, die Covid-19-Welle setzt der US-Wirtschaft weiter oder wieder zu. Wir haben hier definitiv sichtbare Bremsspuren am Arbeitsmarkt und natürlich auch bei den Banken. Oder was heißt natürlich, wir haben sie bei den Banken. Das ist das, was wir hier genannt bekommen haben. Da schauen wir nachher rein, wenn wir entsprechend auch alles hier miteinander beleuchtet haben. Zunächst aber erstmal Hallo an alle, die hier live zuschauen auf Facebook und auch auf Zoom. Ja, Facebook sehe ich schon, das passt. Zoom, guten Morgen, ich hoffe. Ton und Bild sind gut. Kleiner Check wäre nett und natürlich damit verbunden auch die Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, einfach rein in die Chats hier auf Facebook oder auch auf Zoom und dann kann ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle mit beleuchten. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte, den wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir auf die Tagesnachrichten, die heute anstehen. Das brauchen wir ja immer für unsere Handelsvorbereitung, damit wir wissen, was denn da so kommt. Und das Top-Thema des heutigen Tages ist natürlich ja naturgemäß äh, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Besser bekannt als die Non-Farm Payrolls. Ja, dieser Begriff ist ja mittlerweile in der deutschen Trader-Szene auch als solches ähm, bekannt. In dem Zusammenhang aber gleich noch die Arbeitslosenquote. Das Ganze heute um 14.30 Uhr. Wir bekommen am Vormittag aus äh, Großbritannien äh, noch den Einkaufsmanager-Indice für das oder den einkaufsmänner in. Einkaufsmanagerindex. So rum, für das Baugewerbe ähm, hier das Ganze bei den Briten um 10.30 Uhr und dann um 14.30 Uhr auch im äh, Nachmittagsgeschäft dann sozusagen aus Großbritannien ein bisschen Arbeitsmarkt. Äh, nicht aus Großbritannien, aus Kanada. Das heißt an dieser Stelle, wer Kanada auch tradet, machen wir ja hier an dieser Stelle auch immer mal wieder die Nachrichten heute am Nachmittag. Jo, dann hätten wir das mal besprochen, was heute auf uns wartet. Was machen wir freitags noch? Na klar, wir schauen auf das, was diese Woche auch berichtet wurde. Und da gibt es ja einiges an Zahlen. Wirrwarr, was wir diese Woche bekommen haben. Wirrwarr deswegen, weil es ein bisschen Plus, ein bisschen Minus ist. Man muss das Ganze ein bisschen einordnen. Das heißt, <laughs> positiv ist immer dann eins zu sehen, wenn beispielsweise hier die Einkaufsmanager-Indizes ähm, uns gute Nachrichten bringen. Das heißt, so wie geschehen am Montag aus China, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe an dieser Stelle. Da haben wir gesehen hier, ähm, die Zahl 52,1 ist da der erste oder der, der erste Wert, den wir hier diese Woche bekommen haben, nach 51,4 in der Vorwoche. Das ist doch ein positives Ergebnis. In den USA sind die schwebenden Hausverkäufe weiter zurückgegangen, minus 1,1. Das war nicht ganz so gut. Ähm, hier die Prognose war eigentlich eine Zunahme von einem Prozent. Der robuste ähm, Baumarkt oder beziehungsweise Immobilienmarkt. Der ist in den USA auch weiterhin robust, ja. Aber es gibt immer mal, das sehen wir nachher in, in Bischof auch. Ich glaube, dort habe ich es mit erwähnt. Wir sehen am US Immobilienmarkt immer mal so. Ja, ein paar kleine Schwanker, ein paar Klemmer, mal hier, mal da, aber im Gesamten ist dieser Markt schon relativ robust. Schwierig wird es halt nur, wenn sich so ein Ergebnis hier beispielsweise wie die schwebenden Hausverkäufe ähm, ausbreitet auf andere Dinge am Immobilienmarkt in den USA, dann wird es schwierig. Aber aktuell ist da noch nichts in dieser Richtung abzusehen. China hat dann am Dienstag ähm, den HSBC-Einkaufsmanager-Index auch für das verarbeitende Gewerbe gebracht und da sind die Zahlen ähnlich. Wie wir das am Montag gesehen haben, hier an diesem Punkt ein Zuwachs von 53,6 auf 54,9. Der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, der tritt so ein bisschen auf der Stelle. Ne? Wir sehen es, letzter Monat war gewesen 57,9. Die Analysten hatten gleiche Zahl erwartet, es waren dann 57,8. Also, Mühe unten drunter, dem gebe ich jetzt mal keine wirklich große Bedeutung an dieser Stelle. Arbeitslosigkeit in Deutschland hier minus 39.000, das hatte auch auf den DAX jetzt an dieser Stelle keine wirklichen Auswirkungen. Die Briten haben den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gebracht, da hatten die Analysten einen hauchdünnen Rückgang erwartet, aber hier ist alles relativ stabil und wir wissen ja, dass die Briten die Ersten äh, hier in, äh, sage ich mal, außerhalb der USA sind, die den Impfstoff offiziell zugelassen haben, also wenn man mal dazu noch EU sagen darf, ne? das ist die erste, ähm, sage ich mal, erstes, das erste Land, was im europäischen ähm, Wirtschaftsraum, äh, noch sind die Briten ja in diesem Raum mit drinnen, ähm, hier die offizielle Notzulassung bekommen hat. Das heißt, dort könnten die Impfungen bald auch losgehen. Ich denke, das wird sich dann auch mittelfristig auf die Zahlen in Großbritannien entsprechend mit auswirken, auch wenn wir natürlich wissen, dass das Thema Impfung in den USA in Europa, ähm, in, in den asiatischen Ländern noch sehr, sehr lange dauern wird. Ne? Es geht irgendwann los ähm, und dann wird es halt eine ganze Zeit brauchen, bis das Thema wirklich durch ist. An diesem Punkt. Was haben wir noch gehabt in dieser Woche? Ähm, die äh, Verbraucherpreise hier in Europa. Naja. Die gehen weiter ein bisschen zurück. Da merken wir, wie viel Druck hier auf dem Kessel ist. Da kommt einfach nicht wirklich was. Das BIP in Kanada ähm, ist ebenfalls ganz leicht rückläufig. 0,9 im Vormonat, jetzt sind es 0,8. Und der ISM-Einkaufsmanager-Index aus den USA für das verarbeitende Gewerbe, der ist ein bisschen zurückgegangen. Das sind aber unschöne Meldungen. Aber das sind so Dinge, die greifen ein bisschen zusammen. Sehen wir nachher auch im Biesburg, ähm, dass auch hier, ähm, sage ich mal, diese, diese Dinge, die jetzt auch durch Covid-19 ähm, geschehen, durch die nächste Welle, in der die USA sich auch mit befindet. Ja, das ist nicht einfach und das hinterlässt Spuren und das sehen wir natürlich hier auch an diesen Zahlen. Am Mittwoch ähm, haben wir auch gesehen, äh, die, äh, die ADP-Beschäftigungsänderung. Es war eigentlich ein Zuwachs von äh, 410.000 Stellen erwartet worden. Es waren aber nur 307.000. Also der Arbeitsmarkt in den USA, der ist schon recht entsprechend angespannt. Rohöllagerbestände, ähm, ja, diese Zahl hat mal wieder deutlich daneben gelegen. Man hat eigentlich davon oder man ist davon ausgegangen, dass man ähm, 2,3 Millionen Barrel weniger in den Lagern hat. Tatsächlich waren es aber nur 0,67 Millionen. Da merkt man, ja, Öl äh, ist so ein Ding. Mal ist es ein bisschen mehr im Lager, mal ein bisschen weniger im Lager. Das große Bild, was hier gespielt wird, ist aber ein ganz, ganz anderes. Nämlich das, äh, worauf auch die OPEC spielt. Das ist nämlich das eine, was wird denn mit den Förderungen, wie entwickeln die sich mittelfristig? Ähm, da sieht man ja auch, wenn die Nachfrage mittelfristig sinkt, müssen auch die Fördermengen mittelfristig angepasst werden. Oder man tut es nicht und es gibt weiterhin den Krieg im Ölpreis. Also. Da ist viel, viel, viel Musik drin. Wir sehen ja, der Ölpreis ist momentan ordentlich am Steigen. Das hat teilweise auch andere Gründe, ähm, die hier dahinter stehen. Das ist zum Teil auch geschuldet, dass der US-Dollar schwächer wird. All diese Dinge beeinflussen das Ganze natürlich mit und da gibt es auch diese Nachrichten, die wir hier jede Woche bekommen zu den Lagerbeständen. Für uns ist halt eins wichtig an dieser Stelle und das ist bei diesem Markt besonders wichtig, dass wir wirklich das traden, was an den Märkten passiert und nicht das, was wir so denken, dass passieren könnte. Ne? Das ist nämlich dann oft das, was nicht im Chart passiert. Das sind dann die Meinungstrades und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen immer genau auf die Charts schauen. Wer da Fragen dazu hat, bitte einfach rein an dieser Stelle und damit passt das Ach, ich sehe gerade Nachrichten rein an dieser Stelle. Super, danke für die, für die Zoom-Rückmeldung sogar aus Konstanz. Unglaublich, danke für das Zuschauen und für die Rückmeldung. So, also hier sind wir stehen geblieben. Am Mittwoch und am Donnerstag haben wir dann ähm, doch äh, Nachrichten bekommen, auch vom Einkaufsmanager-Index wieder mal. Also diese Woche war voll gefüllt äh, mit diesen Einkaufsmanager-Daten bei den Briten. Einkaufsmanager-Index im Gesamten und die Dienstleistung allesamt hier an dieser Stelle rückläufig. Sind zwar grüne Zahlen, aber bitte auch hier ähm, nicht äh, davon äh, ableiten lassen, die grünen Zahlen beziehen sich nur auf die Prognosen, sie waren besser als die Prognosen, das ist das eine. Ähm, das bringt auch dazu, wenn jetzt so ein Ergebnis schlechter ist als das vorhergehende, dass der Impact auf den Markt manchmal nicht ganz so gravierend ist, weil man hat das immer wieder, dass das, was in die Märkte eingepreist wird, dass das mit den Analystenerwartungen zu tun hat. Ne? Und wenn dann die Analystenerwartungen etwas schlechter waren, ähm, als dass der Markt eingepreist oder der Markt hat das schlechter, dann eingepreist, und wenn dann in dem Moment die äh, Meldung doch nicht ganz so schlecht ist, wie das die Analysten erwartet haben, dann kommt es zur Gegenbewegung. Das sind die Dinge, die man hier immer sehen sollte. Wichtig ist, dass wir sehen, wie es den Einkaufsmanager-Indizes gibt, weil das sind die Entwicklungen, die Entwicklungskurven, die wir sehen, und wenn wir eine Erholung sehen, dann wollen wir natürlich, dass diese Kurven ja auch wieder schön nach oben ansteigen. USA hat. Gestern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gebracht. Ähm, hier an dieser Stelle im letzten, äh, im letzten äh, der letzten Meldung waren es 787.000. Äh, jetzt an dieser Stelle nur 712.000. Das ist allerdings ein positives Ergebnis. Die Analysten haben einen Zuwachs von ähm, 775.000 äh, oder eine Zahl von 775.000. Also, das ist alles besser gewesen, als das erwartet wurde. 16 Uhr gab es dann gestern noch den Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung. Der ist bei 55 50,9 etwas unter dem vom Vormonat und leicht unter den Analysten gewesen. So dann haben wir hier mal ja, ein bisschen Licht in die vielen vielen Zahlen dieser Woche gebracht und dann schauen wir mal jetzt noch was nächste Woche auf uns wartet. Das ist auch wieder ein relativ gut gefülltes Programm muss ich an dieser Stelle sagen. Wir sehen hier die Konjunkturerwartung, die ZEW Konjunkturerwartung bekommen wir am Montag und das sehen wir schon mal äh, wovon die ZEW hier ausgeht. Wir hatten im letzten Monat hier eine Zahl von 39 stehen. Jetzt erwartet man einen einen, 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 ein Ergebnis um 35 ähm, Punkte. Da macht man schon einen deutlichen Rückschluss hier auf diese Stelle. Mal schauen, wie es kommt, ist für den Dezember interessant. Ähm, könnte auch werden der kurzfristige Energieausblick der, äh, der IAE in den USA. Das sollte man im Ölpreis ein bisschen auf der Uhr haben. Das Ganze gibt es nächste Woche Montag um 13 Uhr. Mittwoch gibt es dann die Stellenangebote, die jobs Stellenangebote für den öffentlichen Sektor in den USA und natürlich wie immer die Rohöllagerbestände. Apropos Rohöl-Lagerbestände, habe ich doch vergessen für den heutigen Tag. COT-Report kommt natürlich heute Abend auch. Das möchte ich hier im Anhang nur noch mal erwähnen. Nächste Woche geht es dann weiter am Donnerstag. Da kriegen wir von den Briten das BIP und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Ähm, hier interessant übrigens zu sehen an dieser Stelle bei der Produktion des verarbeitenden Gewerbes für den Monat Oktober gehen die Analysten von einem Zuwachs auf auf einem Prozent. Ich bin gespannt, was hier an dieser Stelle passiert. Dann gibt es noch das BIP von den das alles morgens um 8 Uhr. Ja, und dann gibt es am Donnerstag die EZB-Daten. Das heißt, hier kriegen wir den Zinssatz, äh, den Begleittext, die Zinsentscheidung sozusagen ähm, und dann die Pressekonferenz der EZB. Das alles nächste Woche Donnerstag. Das wird sehr, sehr interessant für den Euro. Und wenn ich da mal eine kleine Prognose wagen dürfte, ja, wenn der Euro einfach so weiter nach oben schießt wie jetzt, rechne ich mal damit, dass wir nächste Woche spätestens Donnerstag, wenn die EZB kommt, erstmal einen kleinen Rücksetzer äh, gibt, weil ich kann mir beim besten. Will nicht vorstellen, dass diese Rallye, die wir hier sehen, nächste Woche durch die EZB nochmal weiter befeuert wird. Das heißt, wenn wir da bleiben, wo wir jetzt auch sind, vermute ich fast, das ist jetzt keine Sache, dass man sagt, man muss jetzt einen Dollar im Euro, US-Dollar short gehen. Nee das an dieser Stelle nicht, ähm, sondern einfach, dass man sagt, äh, oder dass ich einfach sehe, wie weit der Euro gelaufen ist. Wir beleuchten den Euro heute ja auch noch ähm, übrigens neben dem Cable und den US-Dollar, japanischen Yen genauer. Ähm, das ist natürlich hier ein wichtiger Fakt, was man so ein bisschen auf der Uhr haben musste. das Thema auch Einpreisung von bestimmten Sachen und das ist halt sehr, sehr wichtig, äh, was an diesen Punkten ähm, hier zu erwarten ist. Wir werden sehen, wo wir nächste Woche stehen. Vielleicht kommen wir vorher auch noch mal ein bisschen zurück oder vielleicht schiebt es uns komplett hoch. Ne? Also immer Schön machen, was der Markt macht. Wir sind ja hier schon länger äh, auf der Long-Seite im Euro unterwegs. Äh, von der Seite her bleibt das aber sehr, sehr interessant. Was gibt es nächsten Donnerstag noch? Die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe und am Freitag, da gibt es aus den USA die Erzeugerpreise. Das mal so ein Blick in die aller, aller wichtigsten Nachrichten, die wir hier für die kommende Woche entsprechend auf der Uhr mit haben. Und dann nochmal kurz wirklich der Hinweis auf das, was gleich kommt, äh, wenn ich hier die Handelsideen besprochen habe, beziehungsweise auch mal auf die Indizes geschaut habe und den einen oder anderen äh, Markt mal aus Wunschseite besprochen habe. Ja, da ist auch schon einer gekommen, und zwar ähm, Euro, Austral-Dollar. Dann gehen wir hier auf das Thema im Bildspruch mit ein und schauen mal, was die US-Wirtschaft. Ja, das ist ja eine sehr, sehr wichtige oder die wichtigste Wirtschaft für die Welt im aktuellen Sinne auch ist, wie es denen entsprechend geht. So, also jetzt der Blick in die Charts. Ich mache gleich mal den Bildschirm wieder groß an dieser Stelle und wir blicken jetzt hier hinten rein in den ja, Stereo Trader. An dieser Stelle und äh, derjenige, die ein oder anderen, die es schon gelesen haben, ich habe ja die Trading-Ideen von Tickmill heute auch wieder schon im Blog vorzeitig aufgestellt, dass man das auch vorher lesen kann. Es geht mir heute um das Währungspaar Euro-US-Dollar. Und zwar möchte ich an dieser Stelle einfach mal eine Lanze für das langfristige Bild auch brechen. Na? Warum möchte ich das tun? Weil ich hatte das im Vorfeld auch schon immer mal wieder gesagt, die ganz, ganz großen Bewegungen. Die kommen häufig aus den ganz ganz großen Zeiträumen und da ist jetzt halt ein Punkt erreicht, an dem wir uns hier an dieser Stelle wirklich fragen müssen: Oh, wie kann es denn weitergehen? Und deswegen habe ich hier mal ein sehr sehr weites Feld auch aufgemacht in diesem Chart und zwar ist das mal hier mit Absicht gesehen der Monatschart vom Euro US-Dollar. Ich weiß, ja, das ist jetzt ein sehr sehr großer Zeitrahmen an dieser Stelle. Ähm, aber das ist total egal der Zeitrahmen. Das Bild, was wir hier sehen, ist das wichtig und aus diesem Bild ja, müssen wir wirklich etwas machen. Das ist so ähnlich wie wenn Sie irgendwo mit dem Flugzeug, wenn wir irgendwann mal wieder fliegen dürfen, ja, mit dem Flugzeug ähm, über ihren Zielort fliegen. ja, Da sind Sie ja sehr 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 weit oben und schauen schon runter und wenn Sie dort unten sehen, da ist ein Schneechaos. Dann wissen sie schon ganz, ganz oben im Flugzeug, auf was sie sich vorbereiten müssen. Nämlich eine dicke Jacke anziehen, Schal, Mütze, Handschuhe, ja, und dem Auto vielleicht noch Schneeketten drauf machen. Das wissen sie alles schon da oben, viele, viele tausend Fuß über oder viele, viele, viele tausend Meter über dem Boden, wenn Sie sowas sehen, ja was da auf sie würdet. Und das ist genau der Punkt, den wir hier sehen. Das ist mal so die Flugzeugperspektive von oben. Und wenn wir das an dieser Stelle sehen, dann wissen wir ja schon, auf was wir uns vorbereiten können. Und ganz klar, ist auch eins, ja, ich sage jetzt nicht, hier im Monatschart bitte äh, die klassischen kurzfristigen Trading-Ideen suchen, ja, das ist Käse, ja, das braucht man nicht zu tun. In die großen Charts schauen bitte schön die rein, die wirklich sehr, sehr lange entsprechende Trade-Ausrichtungen haben, ja. Ich persönlich bin auch jemand, der tradet solche Setups. Ich habe äh, mein, mein initiales äh, Short-Setup auf den Euro-US-Dollar, ähm, äh, das ist schon eine ganze Weile her, aber das habe ich hier oben gestartet. Hier oben in diesem Bereich, äh, um die 1.38 bin ich damals in die Short-Richtung reingestiegen ähm, und diesen Trade habe ich sehr, sehr, sehr lange im Portfolio auch begleitet. Und zwischendurch immer mal aktiv getradet. Und da spielen halt solche Charts eine große Rolle. Und jetzt kommen wir mal hierauf zurück. Denn, und das ist jetzt das Wichtige, das ist so eine Erwartungshaltung, die viele Trader immer haben. Hier in dem Bereich, da war es dann immer wieder, okay, jetzt geht der Euro in Richtung Parität, Parität zum US-Dollar. Also 1 zu 1, dazu ist es nie gekommen. Ja? Ich kenne heute noch Trader, die warten darauf, dass der irgendwann die Parität hat. Ja. Ich weiß nicht, ob die kommt, aber wir machen das hier bei Tickmill alle zusammen ein bisschen anders. Wir schauen einfach ganz genau hin. Und jetzt ist halt der Punkt, den ich an dieser Stelle mal ganz genau beleuchten möchte. Und bitte, gerade die Trader, die lernen wollen, wie man Charts auch sauber und ordentlich liest. Ja, es gibt viele, viele Fachbücher dafür. Ich bin allerdings auch ein Freund. Lest das Ganze in der echten Welt und nutzt dazu auch Sachen. Wo man zeitlich extrem entspannt arbeiten kann. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ähm, hier geht man ja über Jahre. Ne? Hier unten, das war 2014 gewesen. Das hier drüben war 2016, 17. Ne? Ähm, das sind so Sachen, das dauert alles. Das kann man ganz in Ruhe sich anschauen und zuschauen, was sich da entwickelt. Und hier sehen wir eins an dieser Stelle. Schaut euch das mal an. Hier der große Rückgang nach unten ne? und ich hatte ja auch schon mal die Zyklen in, der Währungs-, in dem Währungspaar Euro US-Dollar. Das sind so Zyklen, die dauern meistens so oder die haben in der Vergangenheit, äh, was haben wir gehabt? 12 bis die äh, 16 Jahre, sind das glaube ich gewesen. Ich muss noch mal kurz raufschauen auf meinen Zettel. Das waren Schwünge, ja, immer um die 16 Jahre, ne? Was wir hier hatten, ähm, wo dann mal der Markt hochgelaufen ist, dann wieder runter, dann wieder hoch. Und hier schaut es momentan so aus, als wenn wir durchaus die Chance haben, dass wir jetzt wieder so einen Aufwärtszyklus bekommen können. Ja? Und da muss man sich natürlich darauf einrichten. Und die Tatsache, dass sich solche Zyklen langsam entwickeln, ist halt einfach, dass man die gut und gerne in den großen Zeiträumen erwarten kann. Und jetzt kommt ich mal hier so ein bisschen zu Punkt ähm, beim Euro-US-Dollar. Und zwar ähm, ganz klar, die Stelle, die wir hier brauchen, ist folgendes. Hier einfach mal drauf geschaut. Schaut mal hier unten. Das hier ist der Bereich ähm, um, den, um den Auffang unten, um die Marke von 1055. Ich weiß, wir waren auch ein ganz Stückchen tiefer hier unten gewesen. Ne? Wir waren deutlich unter der Marke von 104. Im großen Bild will ich jetzt hier aber mal nicht. Der eine oder andere wird jetzt lachen. Ich möchte jetzt mal nicht auf den Cent gucken. Das spielt im ganz, ganz großen Bild keine Rolle, weil wir reden hier von 1,05 und stehen jetzt hier oben bei 1, naja, 21,5. Ja? Da ist, ob das jetzt ein Cent mehr oder weniger ist, das spielt hier oben in der großen Zeitrahmen keine gigantisch große Rolle. Ne? Das ist ein bisschen anders, als wenn wir minuten chart traden oder 5 minuten -Chart, Da spielt ein Cent schon eine ganz, ganz große Rolle. Für das große Bild an dieser Stelle nicht. Das heißt, im Euro-US-Dollar, was haben wir hier gesehen? Das ist ein Boden. Unten, der hat gehalten und jetzt kam was sehr, sehr interessantes. Das kam hier drüben raus aus dem Jahr 2000, äh, Ende 2016, äh, Anfang 17. Sind wir hier? Schaut mal, wir sind hier hochgelaufen aus diesem Supportbereich unten raus bei 1,05 hoch bis über die Marke von 1,25. Und was ist da passiert? Da ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges passiert und zwar hier, hier oben, hier drüben gab es einen Widerstandsbereich um die Marke von 1,16,50. Ja, dieser Widerstandsbereich war hier drüben ein aktiver Bereich, da sind wir drüber gelaufen. Was ist dann passiert? Monatschart. Bitte unbedingt merken, wir haben hier einen Monatschart, aber das Bild ist identisch mit dem, was wir auch in anderen Zeiteinheiten sehen. Hier sind wir dann nochmal kurz runtergekommen. Und was ist dort passiert? Welcher Bereich hat aufgehalten? Schaut mal wieder. Hier. Die 1,16,5 ist der Schwungbereich. So, schön nach oben gelaufen. Und wir haben auch hier einen sehr, sehr wichtigen Verkaufsbereich schon mal überschritten. Ne? Nach oben hin. Und dann ist etwas passiert, das ist auch etwas ganz Natürliches. Es gab eine Gegenbewegung, eine Korrektur. Und da muss man so ein bisschen Acht geben. Ne? Also die aktiven Trader haben hier natürlich Short getradet. Logisch, ja. Alles ganz klar. Nur. Für die Planung des Szenarios auf die lange Seite oben rauf war ein weiterer Fakt extrem wichtig. Und zwar hier. Schaut mal. Das eine Tief hier unten, hier, das andere Tief hier oben. Was haben wir? Wir haben ein höheres Tief. Das ist Nummer eins. Das ist die erste Voraussetzung. Nachdem wir hier oben diesen Abwärtstrend rausgenommen haben, ist ja die nächste große wichtige Voraussetzung dass wir nach der Korrektur erst einmal ein höheres Tief machen. Folglich dann im weiteren Fortgang hier ein neues Hoch. Und wenn das passiert, dann haben wir steigende Hochs, steigende Tiefs. Das spricht für einen Aufwärtstrend. Und in dieser großen Sachlage, die wir haben, durchaus das Potenzial, hier oben Richtung 139.9 zu laufen. Wie gesagt. Das Potenzial gibt der Chart her. Ob das so kommt, ich habe absolut keinen Plan. Aber das, was wir hier sehen, können wir zum Traden benutzen, zum Plan benutzen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und etwas, das noch sehr, sehr wichtig ist, ist etwas, das möchte ich hier nochmal einzeichnen, dass wichtige Schwungbereiche, wichtige Marken immer wieder eine Rolle spielen. Weil schaut mal hier an dieser Stelle, halt, Moment, das war das falsche Zeichentool. Hier an dieser Stelle. Haben wir, schaut mal hier, die 1650 war hier ein Supportbereich. So, als wir hier wieder runtergefallen sind, ist die 1650 hier drüben an dieser Stelle ähm, ein Bereich gewesen. Naja, kurzes Verharren und dann gab es den Rutsch nach unten. Und dann ist Folgendes passiert: Wir sind wieder über die 1650 gestiegen. Und was ist dann? Jetzt war es auf alle Fälle einmal wieder ein Auffanglevel. Diese Marke hat schon eine gewisse Relevanz. Und dadurch, dass wir jetzt drüber sind, angehalten haben und hochgelaufen sind, haben wir aktuell ein ähnliches Szenario wie das, was wir hier drüben hatten. Ne? Drüber über die 1.16.50 draufgesetzt, hochgelaufen. Hier drüber rauf wieder hoch. Das sind so Parallelen und da haben wir durchaus die Chance, dass man dieses ganze Bild nach oben Gut und gerne mit begleiten kann. Also, wir sehen im ganz, ganz langen Bild haben wir schon einiges, was dafür spricht, dass wir hier im Euro-US-Dollar weiter nach oben läuft. Von der fundamentalen Seite könnte hier auch noch etwas positiv für die long im Euro-US-Dollar ins Konto schlagen. Und zwar die Tatsache, dass die europäische Seite momentan äh, verglichen mit der USA besser durch die Covid-19-Krise kommt. Ja. Das könnte durchaus positive Auswirkungen haben und den Euro weiter stärken, sodass wir hier auch auf fundamentaler Seite das Ganze weiter nach oben laufen haben. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen: ähm, Wir haben in der EU. Natürlich mit Blick auf Deutschland auch einen sehr, sehr wichtigen Markt. Und wenn dieser wichtige Markt auch besser durchkommt und wir dann auch sehen, dass die Asiaten besser durchkommen, ähm, als das die US-Amerikaner machen, ähm, dann ist das äh, schon ein sehr, sehr positives Zeichen. Ich weiß, der Export macht natürlich den, den der Euro, der steigende Euro macht natürlich den Export teurer. Aber alleine die Tatsache, dass wir in der EU ja den Euro haben und wenn die sich, sag ich mal, besser erholt, als das die USA macht, Dürfte das unter Umständen auch wirklich positiv sich auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Also das bleibt sehr, sehr, sehr interessant. Und jetzt machen wir mal den Schwung vom ähm, Monatschart in das, was wir hier im Tageschart sehen. Ne? Und im Tageschart, Moment an dieser Stelle. Ähm, gibt es halt ein paar wichtige Marker, die wir uns auch mal anschauen sollten, nämlich der aktuelle Aufwärtstrendverlauf, den wir hier haben. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz ein paar Sachen raus, die wir jetzt hier nicht brauchen. Ähm, also was wir hier sehen, ist ganz klar mal oben rein. Das Level, was jetzt hier oben ähm, so leicht rosa ähm, markiert ist, das ist sozusagen das Wider-, der Widerstandsbereich oben um die 1,25 hier. Also dieser große, große Schwungbereich kurz unter der 1,25, ähm, den wir hier aus der Historie haben das ist dieser Bereich hier? Das ist auch das, wo wir hier drüben so ein bisschen ins Stocken geraten sind nach dem ersten Schub nach oben. In diese Zone tauchen wir jetzt wieder ein und zwar auch mit relativ großer Dynamik. Ja, und das ist schon ein positives Zeichen, das Ganze mal so zu sehen, dass wir hier wirklich so sehr schön äh, entsprechend mit nach oben laufen. Und das ist natürlich hier jetzt ein Punkt. Ähm, da muss man konstatieren, was hier an dieser Stelle auch passiert. Nämlich, ähm, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, wir haben hier unten an dieser Stelle hier in diesem Bereich ein Support-Level. Ne? Hier unten haben wir auch ein W, eine W-förmige Konsolidierung. Äh, und wir sind jetzt hier sozusagen durch die Zwischenlackenlinie um die 1,18,85 schön deutlich drüber gegangen. Und auch natürlich hier über das alte Jahreshoch bei 1,2011 schön deutlich drüber gegangen. Und. Das nächste, wenn wir uns mal das Potenzial dieser aktuellen äh, Bewegung auch anschauen, wenn wir das mal kurz ausmessen wollen, von oben nach unten hin rein, hier, das ist die Korrekturtiefe, wenn man das mal oben drauf steht, na, dann sind wir halt im Endziel sozusagen erst einmal irgendwo im Bereich von 1,24. Das ist mal die gute Nachricht sozusagen hier für. Die Seite nach oben. Wir haben durchaus Potenzial, zur Oberseite weiter Die Frage ist nur: Machen wir das in einem Schub nach oben oder passiert das, was in gesunden Trends immer mal wieder passiert? Es kommt zu einer Korrektur. Und wenn es zu einer Korrektur kommt, ja, dann ist es jetzt für diejenigen, die den Tageschart nutzen, um das ganze Trading ähm, ähm, auch laufen zu lassen, das sehen wir hier schon mal im Tageschart zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Und zwar ist das zum einen dieses größere Ausbruchslevel hier, also die Trendfortsetzung auch hier von diesem dicker gemalten grünen Trend um die 1.2011? Das ist der erste Anlaufbereich, weil da war das Kauflevel. Und das zweite, der zweite größere Anlaufbereich, den wir hier haben, sind die 18, 1, 18 85. Das ist hier dieses Level, als wir hier kurz gehalten sind, nochmal deutlich runter. Dann hat sich dieses W gebildet und dann ging es mit Schmackes hier oben drüber. Das sind zwei größere Auffangbereiche, die wir hier sehen. Ja? Und wir sehen auch hier diesen Drehbereich um die 1,18. Viele wichtige Marken, die wir hier an dieser Stelle haben. Und wir sehen natürlich auch eines ganz, ganz wichtig. Schaut mal hier, das ist die Marke. 116 bis 116,50. Erinnern Sie sich, das ist der Bereich, den ich gerade auch im Monatschart gezeigt habe, der durchaus Relevanzen hat und der hat hier wieder auch angehalten. Ne? Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessant zu sehen, weil wenn wir dort wirklich Kaufdruck immer wieder reinbekommen, dann hat das auch eine Bedeutung für das Trading. Also das ist mal der Tageschart und für die, sag ich mal, kurzfristigen Trader, die wir hier an dieser Stelle äh, auch immer wieder mit da haben, ähm, machen wir jetzt einfach noch mal kurz den Blick in die untergeordnete Zeiteinheit und da schauen wir uns einfach mal an, was haben wir denn jetzt, äh, sage ich mal, in der aktuell laufenden Phase hier mit drinnen, diese Bewegungsarm, was steht denn da dem kurzfristigen Trader neben den größeren Auffangbereichen zur Verfügung und da zeigt uns der 4-Stunden-Chart einen sehr, sehr schönen Hinweis an dieser Stelle, nämlich, Moment, das raffe ich mal zusammen, wir können es hier sonst schlecht sehen, ähm, hier an dieser Stelle, nämlich wir haben hier, ganz klar einen Bewegungsarm, wo wir sehr sehr schön den trendigen Verlauf sehen können. Hier sind wir schön nach oben gelaufen und wenn wir uns den letzten Schub gerade mal anschauen hier, der so deutlich an Dynamik geworden, gewonnen hat nach dem Ausbruch hier über die 1,19,25, da sehen wir halt die Schwunglevel und da sehen wir halt auch welche wichtige Marker da sind. Und da haben wir zum einen hier natürlich nach dem Ausbruch das kurze Inhalten um die Marke von 1,20,40 und dann ein ganzes Stückchen tiefer hier dieses wichtige, sag ich mal, Korrekturlevel im 4 stunden chart um die 1,1925. Das sind, sage ich mal, weite, weite Punkte, wenn wir doch durchaus nach dieser dynamischen Aufwärtsbewegung eine dynamische Korrektur sehen sollten. Das ist halt wirklich wichtig. Und für diejenigen, die das Ganze jetzt im Intraday-Handel betreiben wollen, für die wird es natürlich hochinteressant, was hier in diesem Level passiert. Also hier. Dieser Bereich sozusagen, dieser große Aufschub, dieser letzte Schwung nach oben, was hier in den letzten in der letzten starken Phase passiert ist. Wenn man sich das mal im 15-Minuten-Chart auch anschaut, dann sehen wir jetzt ganz klar, was sich hier entwickelt. Und zwar die Tatsache, dass wir hier eine oben abfallende Trendlinie haben. Rein auf den Gesamttrend äh, betrachtet, ist hier die Aufwärtsbewegung natürlich noch absolut intakt. Also hier ist alles wirklich im grünen Bereich. Aber sollten wir hier unten unter dieses Level fallen, also hier unten unter diese Marke, unter diesen Kaufbereich sozusagen, ja, sollte das wegbrechen, was haben wir dann? Dann haben wir plötzlich einen Gegentrend in Kleinen, also das, was wir hier sozusagen dann haben, wenn das passiert, dann ist kurzfristig Korrektur angesagt. Und das ist das, was für den Intraday-Handel dann interessant ist. Dann kann man sich relativ nahe Marke raussuchen, die dann für das Trading interessant sind. Und da schauen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz drauf, welche Level das sind. Also das heißt, wie ich schon gesagt, wenn wir hier unten drunter durchfallen, das ist auch das Kauflevel, was wir hier drüben gesehen, haben, dann ebnet sich der Weg erstmal hier unten rein und da sind natürlich Marker hier unten das Zwischentief um die 1,21, so grob in etwa. Ne? Der große Ausbruchsbereich hier in diesem Bereich hier an diesem Level, wo auch eine ganze Weile gedauert hat, um die 1,2085 ist hier interessant. Und dann haben wir schon auch die Marker dastehen, die wir gerade im 4-Stunden-Chart gesehen haben. Also, das sind ein paar interessante Level, die wir hier durchaus kurzfristig für das Intraday-Trading mit auf der Uhr haben sollte. Das sozusagen jetzt mal der sehr, sehr aus Ausführliche Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. So, da haben wir das und wir machen jetzt sozusagen auch weiter ähm, in dieser Stelle mit den anderen Währungen, die ich mit auf der Uhr habe. Und zwar schauen wir jetzt einmal ins Cable. Cable ist schön nach oben aufgebrochen. Hier, das ist US-Dollar. Also Britisches Pfund US-Dollar. Wir sehen es hier. Ähm, möchte ich hier ganz gerne mal den 4-Stunden-Chart beleuchten, äh, den wir hier an dieser Stelle haben, wo wir erst oben hier diese Flagge gehabt haben, die dann deutlich nach unten rausgenommen wurde und dann hat sich hier so ein Doppelboden gebildet. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, was passiert. Wir haben es gesehen, mit welcher Dynamik der Markt hier plötzlich nach oben gelaufen ist. Das Ganze sozusagen auf der Long-Seite. Das hat dann zur Fortsetzung dieses Aufwärtstrends an dieser Stelle geführt. Und wenn wir uns ganz kurz hier nochmal den Tageschart anschauen wollen, dann sehen wir halt, dass dieses Level, auf dem wir uns hier gerade befinden, durchaus ähm, ein, ein wichtiges Widerstandslevel ist. Denn wir haben hier oben drinnen natürlich etwas liegen hier in diesem Schwungbereich. Da sehen wir ran, runter, ran, runter, ran. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir es raus oder nicht? Wenn wir es tatsächlich rausnehmen, ist das ein sehr, sehr positives Zeichen, weil dann wird das alte Verkaufslevel g. Und wenn dort plötzlich Kaufinteresse reinkommt, dann können wir uns durchaus weiter nach oben orientieren und wir sehen es ja hier in diesem Bereich, der nächste größere Anlaufbereich auf der Oberseite, das war mal dieser Drehbereich hier oben, grob um die Marke von 1,3775 so in etwa, das ist der Bereich, den wir hier haben und das Ganze mal im kleineren betrachtet, wirklich jetzt mal im 4-Stunden-Chart, dass wir das Ganze zur Planung mal mit reinnehmen können, was hier passieren kann, das ist natürlich das, was wir hier an dieser Stelle zum Beispiel im 4 stunden sehr, sehr schön sehen können. Da sehen wir nämlich den laufenden Aufwärtstrend. Und jetzt mache ich mal hier den, ein, ein, ein Tool rein. Und zwar ist das der sogenannte Entry-Bar, der bezieht sich auf den laufenden Trend, den wir hier haben. Und da sehen wir momentan haben wir noch eine Korrektur im oberen Drittel sozusagen dieser Bewegung. Und wenn die sich weiter nach unten ausdehnt, sehen wir natürlich auch Anlauflevel, wo wir runterlaufen können. Und das wird für die kurzfristigen Trader wirklich interessant, denn man sieht hier an dieser Stelle schon, wenn wir hier unten drunter durchlaufen, das heißt, diese Abverkaufskerze hier bestätigt wird, zeigt uns das an, okay, Guys, jetzt geht es ein bisschen weiter runter, unten in die Korrektur tief rein. Ja? Und das ist das interessante, der interessante Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Denn dieser Aufwärtsarm, den wir jetzt hier haben, der bietet durch. Durchaus korrektive Anlaufpunkte auf der Unterseite und sollten wir tatsächlich dieses Kauflevel hier oben um die Marke von 1,34,3, 1,34,4 in etwa abverkaufen, dann äh, ist das ein Zeichen, dass die Korrektur sich ausweitet. Und da wird es jetzt wiederum Zeit, in die kleineren Zeiteinheiten reinzuschauen, denn dann wird aus diesem kleinen Aufwärtstrend plötzlich ein Gegentrend. Ne? Und wenn der, wie schon gesagt, Bricht nach unten hin, dann sehen wir schöne Anlaufpunkte und da müssen wir uns nur mal auf den entsprechenden Korrekturtiefs oder an den entsprechenden Korrekturtiefs orientieren, die hier deutlich mit auftauchen und da sehen wir nach unten hin. Erst einmal das Potenzial natürlich auch am Laufen hier, das Zwischentief zwischen 1,3390 und 1,338485, also dieser Schwungbereich hier an dieser Stelle und ein Stück weit drunter hier, dieses mehrfach getestete Level um die 1,3355. Das ist das, dass wir hier auf der korrektiven Seite durchaus sehen. Und das sind dann halt die Level auch, wenn wir hier nochmal kurz in den 4-Stunden-Chart reingehen wollen. Das sind dann die Level hier unten, wo ich es eingezeichnet habe, wo es dann halt auch in die tiefe, tiefe Korrektur reingeht. Und da kann man sich dann als Händler, wenn man nicht die Short-Seite getradet hat, sondern eher in Richtung des übergeordneten Trends laufen möchte, dass man sich dorthin stellt und sagt, okay, hier haben wir schöne Pivot-Level. Und wenn diese Level plötzlich Kaufinteresse erzeugen, dann wird es Zeit, dass wir uns auf der Long-Seite positionieren und den Markt nach oben traden können. Und dann kommt plötzlich die Planung wieder auf hier zum alten Hoch zum alten Trendhoch um die Marke von 135 und das ist dann sehr sehr charmant für die kurzfristigen Trades auf der Longseite. Das heißt, wenn wir schön aus einer tiefen Korrektur rauskommen, dann müssen wir hier nicht hoffen, dass wir oben drüber rauslaufen, sondern da können wir auf dem Weg nach oben sehr sehr schöne Gewinnmitnahmen planen. Und das ist das, was wirklich auch sehr sehr gut funktioniert in schön trendigen Märkten. So wie wir das hier jetzt im britischen Pfund US-Dollar sehen. Und damit schauen wir dann noch auf das Währungspaar US-Dollar-Japanischer-Yen. So, da ist er im 4-Stunden-Chart. Und wir sehen im 4-Stunden-Chart schon mal eine dicke fette Linie um die 100, 104. Jetzt hätte ich gesagt 104, aber es sind ja sozusagen, es ist es die Marke um die 104. Aber bevor wir das Ganze jetzt hier. Im ähm, 4-Stunden-Chart beleuchten möchte ich noch mal eben kurz in den, in den Tageschart reingehen und einfach mal schauen, was das jetzt hier ist und warum wir jetzt hier hinschauen. Denn der Bruch unter die 104 äh, ist schon mal eine gewisse Relevanz. Denn wenn man sich dieses Bild mal kurz anschaut, dann sehen wir, dass das durchaus ein Bereich war, der hier im Sinne dieses Abwärtstrends immer mal für ein Aufhalten gesorgt hat. Ne? Und hier drüben. Kann man das jetzt sehen? Jawohl, hier an dieser Stelle hatten wir ein, äh, ein interessantes Tief in der Aufgangsbewegung. Und das ist halt interessant jetzt zu sehen. Wir haben kurz drüber nach oben gedreht, sind wieder deutlich nach oben gegangen, hier in meiner massiven Aufwärtskerze. Und dann kam sofort wieder Schwäche rein. Und das ist jetzt hier an dieser Stelle hochinteressant zu sehen, denn wenn man sich das Ganze mal anschauen möchte, ich skizziere es mal eben kurz mit der Hand. Wir sind verortet in einem Abwärtstrend. Also, der läuft halt schön hier oben auch rüber. Er lädt auch ordentlich aus. Ne? Hier, das sind so die Marker, die sind immer wieder da. Und jetzt ging es hier tief in die Korrektur rein und bums hier oben in diesem Widerstandslevel um die Marke von 105, 45 in etwa, ging es wieder nach unten. Und was haben wir jetzt hier an dieser Stelle? Schaut mal. Das ist eine M-förmige äh, Korrektur. Eine M-förmige Korrektur in einem Abwärtstrend ist ein Bestätigungsmuster für den Abwärtsdruck. Wenn dieses Level unten gebrochen wird, also wir hier unten drunter laufen, dann findet das M eine deutliche Bestätigung und das ebnet dann wiederum den Weg unten rein, also hier unten erst einmal hier in die Richtung 103,09, beziehungsweise dann den Weg hier unten in diesen Auffangbereich um die Marke von 101,20. Sehr, sehr interessant, was hier passiert. Und das Schöne ähm, an diesem Punkt ist, dass wir uns das gerne in den kleineren Zeiteinheiten anschauen können. Und hier sehen wir halt auch schon, der Markt läuft nach unten hier an dieser Stelle rein. Schaut mal hier, haben wir wieder den, die Korrektur, die Bewegung, die Korrektur, wieder die Bewegung. Und wenn wir jetzt hier an dieser Stelle die Umkehr sehen, ne? wir sehen ja jetzt hier die Gegenbewegung dazu. Und wenn wir dann nach unten rutschen und dieses Level hier unten rausnehmen, also hier. Diesen Bereich da unten, ne? das ist ja das M, was ich gerade eingezeichnet habe äh, im, im Tageschart. Und wenn wir da drunter durchrutschen, dann ist das ganz klar ein Zeichen dafür, dass wir uns nach unten orientieren. Und dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt wirklich auch schon da, hier an dieser Stelle, dieses Zwischentief um die Marke von, naja, knapp 103, 18 in etwa. Und das wäre der nächste kurzfristige Anlaufpunkt. Und dann dehnt sich das Ganze schön über die Shortseite nach unten hin mit aus. Also das finde ich sehr, sehr interessant im Währungspaar US-Dollar-Japanischer-Yen. Das Ganze an dieser Stelle. Und damit ja, bin ich mit den ja, ähm, vorgefertigten Währungen sozusagen ähm, durch. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. euro austral Dollar wurde noch gefragt hier ähm, auf Facebook. Na klar, äh, das mache ich natürlich. <laughs> Und der Wunsch, es krachen zu lassen. Ja, ich hoffe, es kracht ein bisschen äh, und hoffentlich auch in die richtige Richtung in ihren eigenen Portfolien. Ähm, von der Seite her schauen wir jetzt mal, ob wir es im Euro-Australdollar krachen lassen können oder wo der Euro-Australdollar hier überhaupt gerade verortet ist und wir die ganze Einschätzung hier sehen, dass die entsprechenden Setups getradet werden können. So, das heißt an dieser Stelle mal kurz den Blick hier rein ähm, und wir sehen jetzt hier weiterhin logischerweise das Währungspaar verortet im ja, Range-Rahmen hier, den wir schon. Ach, Guys, ewig am Laufen haben. Na, ähm, wird nicht langweilig hier. Sogar Ausflüge oben drüber hat es gegeben. Ähm, wichtig ist, was wir sehen, der Boden unten hält, aber die Verordnung, in der wir gerade sind, die sieht sehr, sehr spannend aus. Gerade aus kurzfristiger Sicht ist es sehr schön zu sehen. Schaut mal, das ist hier oben die Marke um die äh, 16320. Das ist der Verkaufsbereich. Ne? Hier war es ein Support, hier ist es definitiv ein Verkaufsbereich gewesen. Und den haben wir von der Unterseite der Range so richtig schön mit Schmackes oben rüber genommen. Jetzt korrigiert es und jetzt bricht der Markt nach oben aus. Und das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn es hier nachhaltig nach oben geht, also nicht unter das Tief von gestern, ja, dann heißt das, dass dieser Bereich, wo wir jetzt hier drinnen verortet sind, die Chance hat zu einem Kaufbereich zu werden und dann der nächste und das ist jetzt für die kurzfristigen Trader wirklich interessant der nächste Weg ist dann auch da nämlich trendig hoch hier zum Oberen Begrenzungslevel um die 1,6540. Ja, das können wir auch mal wirklich sehr, sehr schön zeichnen hier an dieser Stelle. Haben wir hier schön den Abwärtstrend nach unten am Laufen hier? Ja, das war der Ausflug nach oben. Ich zeichne jetzt mal ein, dass was unter, untergeordnet so ein bisschen passiert ist hier an dieser Stelle. Zack, da unten raus. Und jetzt haben wir halt mit dieser Aufwärtsdynamik den Markt gebrochen. Und wenn wir jetzt hier eine Korrektur, und das ist eine bullische Flagge im Endeffekt für den kleinsten Bereich, das nach oben brechen und hier dynamisch hochlaufen, also trendig hochlaufen über dieses Level hier oben drüber, dann haben wir hier im Kleinen einen Aufwärtstrend und der hat dann durchaus das Potenzial mal hier in die, Re in die Richtung 1,649, 1,65 bis hoch zur Range zu laufen und vielleicht sogar auch oben drüber drauf. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie stark der Markt hier bleibt. Und wenn wir uns das mal kurz nach einem kleineren Bereich anschauen wollen, dann sehen wir hier die Aufwärtsdynamik schon da. Aber halt auch das Thema hier die Korrektur, die wir gesehen haben. Und da kommt jetzt wirklich der Ausbruch, den wir hier haben. Also hier ist der Markt über ein wichtiges Level gelaufen. Wir sehen es hier an dieser Stelle auch sehr, sehr schön zu sehen. Hier zeichne ich es nochmal ein, dass hier der korrektive Trend in der Stunde, also in, dem, ja, in der Stunde nach unten. Und jetzt, wie schon gesagt, der Auflauf hier nach oben hin. Der erste Versuch sozusagen hier drüber zu laufen. Und was an dieser Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist halt zu sehen, hier dieses Level, wenn das rausgenommen wird, die knapp 1,637, das nach oben zu durchschwingen, das wäre wirklich positiv zu sehen und das wäre wirklich genau die Situation, trendig schön nach oben zu laufen und dann erst einmal oben reinzulaufen hier in das Hoch um die 1,64 knapp 18. Und dann haben wir die Chance, die Trendfortsetzung im kleineren Bereich zu machen und die Oberseite des entsprechenden Marktes hier mit anzulaufen. Also das sozusagen, dass das Bild, was wir hier auf Tagesbasis sehen, hier oben drüber und dann ist der Weg nach oben erst einmal frei. Das bleibt sehr, sehr spannend zu sehen. Ganz lieben Dank für diese Frage an dieser Stelle. Und damit gehen wir jetzt mal noch so ein bisschen äh, zu den Indizes rein. Ähm, da wir jetzt keine weiteren Fragen haben und der ja die Zeit schon deutlich fortgeschritten ist, ich hoffe, es war nicht zu langweilig, dass ich heute so lange äh, über den Euro referiert habe, aber das ist halt ein Thema, das liegt mir persönlich auch sehr. Äh, der Euro ist einer meiner persönlichen Lieblingswährungen und damit merkt man auch schon, dass da eine deutlich größere, sage ich mal, Verbindung da ist und es ist halt einfach ein sehr, sehr schönes Währungspaar zum Traden und deswegen sollten wir das nutzen und deswegen lege ich hier auch so einen sehr, sehr schönen Fokus drauf, auf das Thema, dass Sie verstehen, wie das Währungspaar auch funktioniert und was wir hier wann an welcher Stelle entsprechend tun. So, das hätten wir damit ähm, kurz angerissen und dann gehen wir, würde ich sagen, einfach mal kurz auf den DAX mit drauf, ähm, den wir hier haben. Kurz das Update noch hier zum australischen. Mark Das hatte ich ja auch versprochen, dass ich das immer wieder bringe. Schaut mal wir hatten das hier gesprochen. Ähm, wir haben hier das Long Setup äh, vor ein paar Tagen gesprochen oben drüber über dieses Level hier. Wird diese Umkehr bestätigt? Wir trennten hier wieder im kleinen hoch und wenn das Ganze positiv ist, sehen wir, dass wir hier oben über dieses kleine Level drüber laufen, den Aufwärtstrend fortsetzen und das Potenzial, was wir dann sehen, sind mal gute 9% nach oben bis zum Allzeithoch. Das sind wirklich tolle Chancen, die wir hier im australischen Aktienindex haben. Deswegen bringe ich sowas auch immer mal wieder rein. Nutzen Sie die Chancen ruhig bei Tickmill diese Dinge auch zu traden. Es lohnt sich wirklich eine schöne Portfoliostreuung zu machen und das Ganze hier im Traden zu nutzen. Ach, da fällt mir noch ein. Heute ist ein ziemlich verwirrter Tag, ich weiß, aber mein Kopf, da schwingt so vieles drum. Es wird geplant, dass es nächstes Jahr einen Index auf Kryptowährungen gibt. Ja, das ist eine neue Assetklasse. Also, so neu ist die ja nur auch nicht mehr. Die Kryptowährung gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Es gibt ja mittlerweile sogar einen Future auf dem Bitcoin. Ähm, das heißt, dass, da sieht man schon, dass dieses Thema auch Relevanz hat. Und jetzt ist halt geplant, dass man im nächsten Jahr einen Index für die Kryptowährungen einführt. Interessant. Ich finde es sehr, sehr spannend, was das gibt uns privaten Tradern auch wieder die Möglichkeit, in dieser Asset-Klasse auch sehr aktiv unterwegs zu sein. Ich freue mich drauf, mal schauen, was sich an den Märkten so entwickelt in diese Richtung. Das ist auf alle Fälle eine, sage ich mal, gute Nachricht, weil damit wird das Potpourri, was wir Trader zur Verfügung haben, wieder erweitert und uns wird im Trading auch wirklich nicht langweilig. So, das dazu und damit jetzt mal kurz der Blick in den DAX auch rein und da schauen wir hier den DAX ja in einer sehr sehr ordentlichen Abwärtsdynamik hier, wenn man das Ganze mal kurz auf der Stunde betrachtet, also man sieht halt, es geht hier nach unten hin schon ordentlich zur Sache im DAX. Wir haben hier auch einen kleinen Abwärtstrend in dem Stundenchart nach unten zu sehen, also hier. Das schlängelt ja schon jetzt die ganze Zeit nach unten hin. Ähm, aber es ist halt interessant, wo wir gestehen, wo wir verortet sind. Das heißt, der unten, der Bereich um die 13.200, der fängt hier so ein bisschen an, wieder aufzufangen. Und da wird es jetzt natürlich spannend, gerade im kurzfristigen Bereich, was passiert denn hier an dieser Stelle, äh, an diesem Zwischenhoch, was wir hier haben. Das heißt, wenn wir uns das Level hier oben mal anschauen wollen, dieses hier. Das ist das letzte Korrekturtief hier, die knapp die Marke von 13.270 Punkten und da ist es wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Hier schaut man, dass der letzte Schub hier so ein bisschen vom Abwärtstrend. Wenn wir hier tatsächlich nicht mehr oder weniger nur so einen Korrekturkanal haben, sondern wir daraus dieser kleinen aufwärtstrendenden Phase, die wir hier haben nach oben ausbrechen, hat das schon durchaus Chancen auf die Oberseite raufzulaufen und hier, entsprechend diese Zwischenhochs mit anzulaufen. Das ist schon interessant zu sehen im DAX. Gucken wir uns das Ganze mal kurz noch auf Tagesbasis an. Hier an dieser Stelle, da sieht man halt auch, es ist weiterhin, wie ich das vorhin auch gesagt habe, eine Verortung auf relativ hohem Niveau. Ich kann das Ganze hier auch mal weiterziehen. Hier an dieser Stelle, also diese, 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 diese Seitwärtsphase hier oben, die hält weiter an. Wir haben mal ein bisschen oben drüber gelugt, da wurde gleich wieder abverkauft. Dann haben wir hier ein bisschen unter, unten drunter gelugt. Jetzt scheint ein bisschen Kaufinteresse aufzukommen. Wichtig an dieser Stelle ist halt eins, dass wir hier wirklich oben rauf kommen. Sonst sieht es halt mit der kleinen Aufwärtsdynamik, die wir hier oben haben, erstmal so aus, als wenn der Markt ein bisschen tiefer korrigiert. Was meine ich denn damit mit der kleinen Aufwärtsdynamik? Und zwar, schaut mal, was wir hier gehabt haben. Ausbruch aus dem korrektiven Dreieck hier an dieser Stelle. Dann sind wir hier in diese Seitwärtsphase reingelaufen. Ja, das ist diese Seitwärtsphase. Und in diesen Seitwärtsphasen wird es ja immer mal ein bisschen, sag ich mal, ähm, naja, Wackelig, Wipsa äh, in diesen kleineren Zeiteinheiten, wo man immer sieht, es geht hier runter, es geht hoch, es geht wieder runter, es geht wieder ein bisschen hoch, es geht runter. Da ist halt jetzt die Frage, wie es weitergeht. Fallen wir jetzt hier unten drunter, heißt das Korrekturausweitung. Und da müssen wir uns auf die Unterseite ein bisschen, ähm, sage ich mal, auf die Suche machen. Was ist dann wichtig? Natürlich hier dieses Ausbruchslevel sozusagen unten raus, hier dieses kleine Zwischentief um die Marke von 13.120 Punkten, beziehungsweise hier das Zwischenlow aus dieser Abwärtsbewegung bewegen, wo dann der Schwung nach oben kam aus dem oder mit dem Ausbruch aus dem Dreieck. Das ist das Level um die Marke hier grob 1000, äh, 13.030 Punkte und dann innerhalb dieser Aufwärtsdynamik, die wir hier haben, besteht dann natürlich auch ohne den Aufwärtsschub hier kaputt zu machen immer noch äh, das Thema Test der 13.000 US-Dollar, äh der 13.000 Punkte-Marke im DAX da. Also wir sehen verharren auf relativ hohem Niveau. Das hängt halt ein bisschen auch mit der Gesamtkonstante hier zusammen, äh, mit der Entwicklung auch um Covid-19. Wir wissen ja auch, dass die Bundesregierung hier bei uns in Deutschland äh, schon sehr sehr große Augen auf die aktuellen Entwicklungen hat und dass die das schon mit Sorge sehen, was hier passiert, dass wir mit den Zahlen nicht wirklich stark nach unten kommt und man hat halt aus der Historie gesehen ähm, im, im ersten Schub, dass ein Komplett-Lockdown schon sehr stark dazu geführt hat, ähm, dass wir hier schnell mit den Zahlen nach unten gekommen sind. Und jetzt haben wir halt diesen Teil-Lockdown, der bringt eine Stabilisierung, aber noch nicht diesen Schub nach unten. Und da ist man sich halt nicht ganz sicher, wie das Ganze hier kurzfristig weitergeht. Mittelfristig ist man schon sehr positiv gestimmt, äh, aber kurzfristig könnte es hier halt auch weitere Einschränkungen geben. Wir sehen ja jetzt die aktuellen Corona-Maßnahmen bis, ähm, glaube ich, 10. Januar verlängert. Ähm, da wird es wirklich sehr, sehr wichtig hinzuschauen, was passiert denn jetzt im Januar? Wie geht es weiter? Gibt es nur eine Verlängerung vom Lockdown? Leid, ja, oder geht es nochmal tiefer in die Einschränkungen rein? Und da muss man halt auch schauen, wie sieht denn so eine Einschränkung aus und welche Auswirkungen hat die Einschränkung auf die Wirtschaft? Und das ist das, was der Markt hier spielt. Aber wie schon gesagt, momentan verharren auf relativ hohem Niveau. Das sehen wir hier ganz gut am deutschen Markt. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir ähm, auf andere weltweite Indizes äh, sehen. Wir haben es ja gerade im australischen Index auch gesehen. Da geht es leicht zurück, aber es gibt auch immer mal wieder die positiven Tendenzen äh, und ja, die haben wir. Halt an dieser Stelle da und deswegen schauen wir auch immer mal drauf. Und deswegen mal kurz noch der Blick in den DAO hier auf Tagesbasis. Und da sehen wir genau das, was ich gerade auch im DAX gesagt habe. Hier an dieser Stelle ebenfalls ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Wir haben hier oben das Schwunglevel, äh, unten drunter ungefähr die 29.500-Punkte-Marke, oben drauf die 30.000, etwas über 200. Dass der Schwungbereich hier momentan, wir sehen, es trendet auch Stück für Stück nach oben. Der Markt leicht, läuft hier leicht in die Oberseite rein. Kurzfristiger Sicht, aus kurzfristiger Sicht ist es jetzt halt hier wichtig zu sehen, was passiert hier oben am Allzeithochpralter ab. Wird es halt dieses Hin- und Herschwingen in der Range. Und da wird es für die kurzfristigen Trader interessant, wenn wir uns das mal kurz im Stundenchart auch anschauen wollen, was passiert an den Zwischentiefs. Wir sehen ja hier oben schön die Konsolidierung. Wir sehen hier oben schön, wie wir auch nach oben wieder ausgebrochen sind. Also das Ganze hier auf der Oberseite, hier Bewegung nach oben und danach kam eine Korrektur hier unten rein. Ja, und dann hat es den Aufwärtstrend entsprechend gebildet. Also dann sind wir hier oben rüber gelaufen, über das Zwischenhoch. Und im Kleinen, hier, das ist das Allerkleinste, aller was wir hier sehen können, schwingen wir halt äh, schön so ein Stück nach oben. Da wird es halt interessant, wenn wir wirklich hier oben drüber laufen, die 30.000, was haben wir da oben? 84 Punkte Marken etwa rausnehmen, dann haben wir Chancen, hier oben aufs hoch zu laufen. Und wenn wir da dann drüber laufen, das ist dann ein sehr bullisches Zeichen. Prallen wir kurzfristig ab, dann bitte schön die kurzfristigen Trader, gerade im Intraday-Trading-Bereich, äh, haben wir schöne Orientierungslevel auf der Unterseite liegen, nämlich das sind die Marker, die wir hier unten drinnen haben, hier die Zwischentiefs, die Swinglos, die Fortsetzungslevel, ungefähr 29.900 Punkte. Dann hier unten dieser Drehbereich hier, den wir hier haben, um die 29.770 Punkte in diesem Drehbereich und dann hier noch ein Stückchen drüber der Auffangbereich hier unten um die Marke von 29.620. Das sind schöne Anlagen. Auf Level für kurzfristige Rückschnapper, die wir auf der Uhr haben sollten. Wichtig ist aber zu sehen, was passiert jetzt hier oben. Nehmen wir dieses Mehrfachtop raus, hier dran runter, hier runter, kurz drauf runter, nehmen es tatsächlich raus, dann haben wir Chancen erstmal Richtung 30.200 Punkte hochzulaufen. Der Blick in den DAU an dieser Stelle. Gut, ähm, ja, jetzt sehe ich sogar noch eine Frage. Hier zum britischen Pfund, japanischen Yen. Das machen wir jetzt noch flott durch und danach schalte ich mal rum oder rüber sozusagen in äh, ja das, was in den USA gerade passiert, nämlich das Bischock. Das ist wichtig für uns als Trader, ne? auch wenn das bei uns in Deutschland immer ein bisschen unterschätzt wird. Es ist schon ganz gut, wenn man weiß, was da drüben los ist, dann kann man sich nämlich schön danach richten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das Ganze hier, da kann man schöne Vorteile fürs Trading auch mit rausziehen. So, jetzt haben wir hier Britisches Pfund, japanischer Yen. So. Holger, wenn du jetzt fragst, ich nehme mal an, eher die kurzfristige Variante. Also, wir gucken gleich in die kleineren Zeiteinheiten rein. Ähm, hier an dieser Stelle interessant zu sehen, was hier passiert. Schaut mal, wir sind hier von unten schön nach oben gekommen. Ich habe das mal skizziert in diesem, in diesem blau eingezeichneten Trend. Im kleinen trenden wir jetzt auch schon wieder nach oben. Das ist sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es spannend. Hier oben die 140, 30. Dieses Level ist ein Top momentan. Ne? Ran, runter. Rüber gelupft, runter. Ran, runter. Jetzt gehen wir schon wieder nach oben. Ja, aber. Immer noch schönes Long-Setup. Ich bin mal gespannt, wie der Tag rauskommt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier ein sehr sehr schönes Long-Setup kommen, was wir Montag auch mal miteinander besprechen können. Und da schauen wir jetzt nämlich mal in die Stunde rein. Und in der Stunde sehen wir den interessanten Verlauf an dieser Stelle. Schaut mal hier an diesem Punkt, was wir hier haben. Nämlich, das ist der schöne Auflauf hier nach oben hin. Äh, und zwar hier, das ist sozusagen die erste Dynamik nach oben. Das ist der Punkt. Anschließend hier von oben raus. Runter in die Korrektur, dann schön trendig wieder nach oben gelaufen. Nächster Bewegungsarm wieder das ganze Bild bullisch gemacht. Und jetzt jetzt kommt das Interessante an dieser Stelle. Ähm, was ich wirklich schön finde, ist das Verhalten, was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle. Das heißt, wir sind jetzt hier ähm, in dieser Stelle schön nach oben gelaufen. Hier sehen wir schön, das ist der, sage ich mal kleinere Trendverlauf in diesem Aufwärtsbewegungsarm, der hier hochgekommen ist, das schön zu sehen. Ne? Hier das Ganze oben drüber, dann der starke Abverkauf und jetzt die Situation wieder hoch. Jetzt hier rein und dann nach oben. Und da sehen wir, das ist so eine Kontraktion unter diesem Level, so ein kurzes Inhalten. Und wenn wir tatsächlich hier in diesem Drehlevel schon wieder nach oben laufen, zeigt das ganz klar mangelndes Verkaufsinteresse. Und das ist ein schönes Zeichen und das bringt uns in die Situation. Brechen wir hier oben drüber, über die 140, 30 drüber, haben wir schöne Chancen, die Oberseite zu beleuchten. Und für die Zielfindung muss ich jetzt nochmal kurz in den Tageschart reingehen, denn wir sehen es hier an dieser Stelle, wenn ich es mal größer mache, oben rauf. Hier ist nicht mehr wirklich viel, was auffällt. Das heißt, wir haben wirklich gute Chancen, hier Richtung 142, 75 reinzulaufen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man sieht hier im Endeffekt diesen starken, starken Abverkauf und hier oben noch ein paar untergeordnete Level. Und diese untergeordneten Level, die sieht man, wenn man den 4-Stunden-Chart ganz klein macht. Ja, sollte man auf Minus drücken, dann wird es auch wirklich kleiner. Ähm, da sehen wir so ein paar Anlaufpunkte. Und schaut mal, das kommt tatsächlich jetzt von hier drüben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu, zu klein ähm, auf den Monitor, wenn ich, das, ähm, wenn ich das einzeichne. Und zwar schaut mal, das kommt von hier. Schub nach unten. Korrektur, Abwärtstrendbildung. Hier oben, das war das Wendelevel, das ist diese ganze Wendesituation hier oben gewesen, das ist der Schub nach unten. Und das ist die Marke von 141 knapp ähm, 45, beziehungsweise wir haben es hier drüben stehen, die 141 43 5. Das ist dann mal der nächste Punkt nach oben. Das wird wirklich sehr, sehr interessant, wenn wir schön oben drüber schieben. Hier kleiner Aufwärtstrend. Das bleibt spannend. Mit Blick in britisches Pfund, japanisches Yen. So, Holger, bitteschön. Ich hoffe, es hat geholfen. Und damit schauen wir jetzt mal, was die US-Wirtschaft macht. Ja? Das heißt, ich mache das auch wieder so ähm, an dieser Stelle dass ich hier eine zweite Videoaufzeichnung sozusagen mache. Das heißt, ich unterbreche einfach mal kurz die Aufnahme. Es läuft aber alles ganz normal weiter. Das heißt, jetzt gibt es gleich ein zweites Video für diejenigen, die das Video im Nachgang auch anschauen. Ich mache ein zweites Video für die Besprechung vom US-Markt. Das stelle ich dann im YouTube-Kanal von Tickmill unter der Rubrik Ausbildungsvideos für Ihren Erfolg mit ein. Das Ganze.